Hallo, ihr beiden. Hallo, Susanna. Hallo. Hallo, Christina. Hallo. Hi. Hi, Hi. hi. Freue mich, dass wir heute Morgen, ist noch morgen? Quatsch, heute Mittag zusammengekommen sind, weil wir wollen heute über Hundebegegnung sprechen. Wir wollen ein Q&A über Hundebegegnung machen. Wir haben bei Insta Stories gepostet und haben geguckt, ob die Community Fragen hat. Hat sie gehabt? Aber wir haben jetzt gerade im Vorgespräch überlegt, dass wir vielleicht erstmal definieren sollten, was sind Hundebegegnungen für uns? Susanne, darf ich dich da mal, wie nennt man das, darum bitten? Weil du hattest eben so geile Ideen im Vorgespräch, was für dich Hundebegegnungen sind. Okay, ja gern. Also ich denke mal so generell der Überbegriff Hundebegegnung kann ja sehr, sehr vieles beinhalten und hat ja wahrscheinlich jeder oder jede von uns ein bisschen ein anderes Verständnis. Ich würde mal jetzt einfach so ein paar Ideen aufzählen, wo sich Hunde begegnen oder was Menschen unter Hundebegegnungen verstehen könnten. Also das kann jetzt sein beim Spaziergang, auf der Straße, auf einem Waldweg, am Feld. Die Hunde sind an der Leine, die Hunde gehen aneinander vorbei, je nachdem auch in welcher Distanz. Oder Hunde treffen sich, an der Leine, ohne Leine, sind im Direktkontakt. Sind das bekannte Hunde? Sind das fremde Hunde? Ist das ein eingezäuntes Gebiet? Ist es ein uneingezäuntes Gebiet? Was mir ansonsten auch noch einfällt, ist die Situation, die ich hin und wieder habe. Ich gehe wo spazieren und begegne dort Hofhunden, wo dann Kontakt stattfindet. Oder auch man geht spazieren und geht an einem anderen Hund hinter einem Zaun vorbei. Das sind jetzt so Ideen, die man vielleicht mit dem Übertitel Hundebegegnungen ja, bezeichnen kann. Social Walks, könnte man ja auch als Hundebegegnung bezeichnen. Oder Setting, in einer Gruppenstunde ist ja auch eine Hundebegegnung, würde ich jetzt mal meinen. Christina, hast du da noch Ideen oder Gedanken zu, Ja, wenn ein es um Gedankengang, weil Susi eh ganz kurz angesprochen hat, war natürlich dieser. Was ist diese Distanz bei einer Hundebegegnung? Weil es gibt durchaus Hund-Mensch-Teams, die haben mit 50 Meter Abstand ein bisschen Schwierigkeiten, einen Hund in die Situation rein- oder rauszubringen. Und für andere sind 5 Meter überhaupt kein Thema. Also es ist also Hundebegegnung per se ist, glaube ich, auch für jedes Mensch-Hundeteam individuell und unterschiedlich. Genau. Ja, mir ist da jetzt noch zu eingefallen, weil es ging ja, also es geht jetzt ja in dieser Folge, haben wir überhaupt geschrieben, habt ihr Probleme bei Hundebegegnung in der Story? Das weiß ich jetzt gar nicht, Nö. sondern allgemein, ne? Fragen zu Hundebegegnung. Genau, und ich bin da natürlich direkt wieder bei dem Problem angelangt und hab nämlich gerade überlegt, ich kann ja auch, also vielleicht ist ja auch mein Hund irgendwie ganz gechillt oder so, aber vielleicht gibt es ja auch Menschen, die einfach Ja. Probleme mit ihrem Hund bei Hundebegegnungen haben, weil sie vielleicht Angst um ihren Hund haben, obwohl vielleicht der eigene Hund, wie gesagt, ganz gechillt ist und der entgegenkommende Hund auch oder so. Also das wäre auch noch so ein Aspekt von. Ja, und da knüpfe ich gleich an. Super, super. Eins. Ja. Eins haue ich noch raus. Und dann habe ich noch gedacht, Hundebegegnung, das habe ich nämlich beim Oliver oft, ist ja auch, wenn der Hund vielleicht gar nicht mehr anwesend ist, aber er so wahrgenommen wird über die Nase oder wenn an Urin gerochen wird oder so. Das könnte ja auch noch zu Hundebegegnungen dazugehören. Vielleicht, genau, Susanne. Ja, super. Meine, das ist auf dem Und Schleuderstuhl. eine Info noch, eine Überlegung noch. Menschen, die vielleicht nicht so gern anderen Menschen begegnen, anderen Hundemenschen begegnen, ja. Super. Könnte man auch irgendwie bei den Hundebegegnungen Bitte. hinzufügen. Bitte. Wir Ja. sollten vielleicht in der nächsten Podcast-Folge aufzeichnen: Mensch begegnet Mensch, wie wir damit umgehen lernen. Also ja, aber bei mir sind es ja gar nicht unbedingt die Menschen, die kenne ich ja jetzt nicht und so. Bei mir ist es eher so, dass ich nicht sehen mag, wie die mit ihren Hunden umgehen. Das auch, ja. Genau, ja. Ja, Das stimmt. okay. So, Ja. ihr Lieben. Sollen wir in die Fragen gehen? Ja, ich habe mir Oder? jetzt ganz kurz die Frage gestellt, ob es vielleicht noch sinnvoll ist, Anja, weil du hast ja die Idee entwickelt für dieses Yes. Setting hier. Gibt es da noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest, wie diese die Idee entstanden ist oder warum du das jetzt gerade zu
gut und wichtig findest, dass wir uns jetzt in dem Rahmen treffen und dazu dritt über verschiedene Themen vielleicht in Zukunft sprechen. Meine spontane Antwort war, habe ich vergessen, weil schon so lange her ist. Und dann ist mir eingefallen, ach nee, ich hab's, jetzt ist es wieder da, weil ich hatte, also erstmal eigentlich der ursprüngliche Grund ist eigentlich, weil ich das total, ich kann mich den ganzen Tag mit Menschen über Hunde unterhalten. So, das finde ich einfach total schön. Ich unterhalte mich mit euch beiden total gerne über Hunde. Und dann hatte ich überlegt, das wird ja jetzt auch wieder ein Podcast sein, den man auf YouTube sieht, dass wir vielleicht außerhalb der positiven Bubble Menschen erreichen, weil da gehen dann schon mehr Menschen auf den YouTube-Kanal, als sie bei Spotify nur den Podcast hören. Und dann haben wir ja noch überlegt, oder vielleicht habe ich das auch allein überlegt, weiß ich gar nicht mehr, dass es ja auch spannend sein kann, weil wir ja, also wir arbeiten alle drei bedürfnisorientiert und positiv mit unseren Hunden, aber wir sind halt natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben unterschiedliche Erfahrungen, vielleicht auch einfach unterschiedliche Perspektiven, wie wir auf solche Hundebegegnungssituationen gucken und auch vielleicht mit Fragen und Problemen und Verhaltensveränderungen umgehen, weil wir auch ganz unterschiedlich leben. Also ich glaube, ihr lebt da, wo ich gerne auch leben würde, also recht ländlich und so. Oh, wie schön. Und ich wohne halt hier so im Randgebiet von Köln, wo halt die Hundedichte auch sehr, wirklich sehr hoch ist und wir hier zum Beispiel viele Hundebegegnungen an der Leine haben. Und deshalb ist es halt spannend. Also auch, was ich ja auch spannend finde, ist, also wenn wir jetzt gleich zum Beispiel eine Frage vorlesen, jeder von uns wird ja auch schon allein die Frage anders auffassen und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen eine andere Antwort geben, ne? Und deshalb, eigentlich ist ja dieser Podcast jetzt so eine Gegenbewegung zu, wir hauen mal Tipps raus. Ja. Wir betrachten, ne? So, ne? Wir betrachten, obwohl es sich ja eigentlich so anhören könnte, Q&A zu Hundebegegnung, aber eigentlich einfach durch unsere Konstellation werden wir Fragen sehr differenziert betrachten. Und ob wir allgemeingültige Antworten finden, sei eh dahingestellt, muss vielleicht auch gar nicht sein. Wir wollen ja nur Ideen liefern und Perspektiven aufzeigen. Fertig. Super. Danke. Danke. Okay. Also, erste Frage lese ich vor. Gerne. Wie kann ich meinem Hund helfen, selbstbewusster zu werden? Fragezeichen. Ich glaube, da müsst ihr so ein bisschen mir nochmal auf die Sprünge helfen oder vielleicht die Christina, weil Christina, du hast gesagt, du kennst sie zwar nicht persönlich, die Fragestellerin, aber du hast ein bisschen mehr Input, was so damit gemeint sein könnte mit der Frage. Also ich erlebe es auch bei meinen Kundinnen immer wieder, dass ich gefragt werde, ah, mein Hund ist so ein bisschen schüchtern in einer Begegnungssituation. Das kann jetzt eine Begegnungssituation sein an der Leine, an der Straße, wie die Susanne vorher gesagt hat. Man versucht, den Hund irgendwie in dieser Situation vorbeizubringen, ohne direkt Kontakt an der Leine. Und der Hund, der eigene Hund, hat jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten, weil er sich vielleicht ängstigt in dieser Situation. Und das erlebe ich immer wieder und dann kriege ich oft die Frage, wie schaffe ich es denn, dass mein Hund da selbstbewusster ist? Das heißt, ich schätze, dieses Selbstbewusstsein eigentlich sicherer in der Begegnungssituation. So fasse ich diese Frage auf und taucht da bei mir in den Kursen öfter mal wieder auf und bei meinen Kundinnen. Also es geht, glaube ich, eher um diese Sicherheit. Wie kann ich meinem Hund die Sicherheit geben, dass wir durch die Begegnungssituation durchgehen? Ja. Darf ich da nochmal nachfragen, Christina? Ah. Also, als du das jetzt gerade geschildert hast, habe ich halt überlegt, also ist denn der Gegenpart zu selbstbewusst überhaupt ängstlich oder ist es eher, ja, ich weiß, ich Ja. bin, sorry, also, wenn es, also, genau, ich bin schon wieder so Als ich schwiegelig gesagt unterwegs. habe, ängstlich, habe ich mir die Frage auch gestellt, weil Ja. unsicher hat ja auch nichts jetzt per se mit Ängstlichkeit zu tun. Also, aber es ist für viele, sage ich jetzt mal, Hundebesitzer, die sagen, okay, mein Hund geht da nicht easy vorbei in dieser Begegnung, sondern zeigt sein Verhalten und geht vielleicht zur Seite, weicht aus. Und Ah, okay. möglicherweise würde das schon in den Bereich der Ängstlichkeit für manche zählen, ne? Ausweichen. Klein machen. Okay, und das heißt, dieses Bild habe ich jetzt gerade im Kopf von einem selbstbewussten Hund in Hundebegegnung wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt von der Hundebegegnung an der Leine aussehen, dass er nicht ausweicht, sondern mit hoch erhobener Rute oder ich finde diese Frage, ich finde die Frage, ja, weil ich finde die total spannend, die Frage. Du musst die jetzt nicht beantworten, Christina, sondern ich werfe das tatsächlich so in den Raum, weil das ist ja schon das, was sich tatsächlich viele Hundehaltende wünschen. Aber da frage ich mich wirklich,
Also selbstbewusst, ja, man, ist man ja, wenn man Strategien hat, wenn man weiß, wie man sich in verschiedenen Situationen verhalten kann. Und da kann ja Ausweichen durchaus eine sehr, sehr gute Coping-Strategie dann eben auch sein. Deshalb, das wäre vielleicht auch selbstbewusst. Also das finde ich auch total geil, sich darüber zu unterhalten, weil solche Hunde ja nämlich immer diesen Stempel bekommen, oh, mein Hund ist unsicher und wie kann ich ihm helfen? Aber wenn er sich selber helfen kann, indem er ausweichen möchte, das ist ja das Beste überhaupt. Da fällt mir gerade ein spontanes Beispiel ein. Ich habe Kundinnen bei mir gehabt und die haben auch gesagt, ja, sie möchten das Selbstbewusstsein in einer Begegnungssituation steigern, habe sie eingeladen zu einem Social Walk nur mit mir und dass wir halt auf Distanz einem meiner Hunde begegnen. Und dass ich mir das einfach mal anschaue in der Situation mit genügend Abstand. Und der Hund war großartig. Der ist einfach nur ausgewichen und hat gesagt, hey, 30 Meter, das reicht mir. Bitte können wir einfach über das Feld ausweichen. Und da vorne ist eine Straße, da möchte ich hineingehen. Und ich habe zu den Kundinnen gesagt, ja, geht's halt einfach da rein. Euer Hund hat eine super Strategie. Und das war für die so total mindblowing. So, mein Hund hat eine Strategie. Und das war dann auch vollkommen in Ordnung. Und mit diesen Ausweichen haben wir es dann auch geschafft, dass das dann nie mehr Thema war, ja. Also ihre Ängste, ihre Sorgen, die sie hatten in der Hundebegegnung, waren damit auch dann wie weggeblasen, weil sie gelernt haben, den Hund zu lesen in dieser Situation. Und das ist dann für mich schon auch natürlich Selbstbewusstsein, dass der Hund eine Strategie hat, ja, wie du gesagt hast, ja. Okay. Ja. Susanne, du hast fleißig mitgeschrieben. Na, gar nicht so viel, aber ich habe mir jetzt nur gedacht, wir dürfen das Wie dann am Schluss der Beantwortung der Frage nicht vergessen. Ja, das, ich habe mir gerade Wie aufgeschrieben und unterstrichen. Und bei mir, wir haben ja im Vorgespräch, haben wir ja festgestellt, ich hätte ja da noch weiter nachfragen können, wie die Frage genau gemeint ist. Das habe ich vergessen zu machen. Und habe dann, wie ich mir vorab Gedanken gemacht habe, mir eben auch die Frage gestellt, okay, was ist selbstbewusst? Ja, das ist ja eben ja doch ein, ja, einfach ein Begriff aus unserer menschlichen Welt, den wir auf die Hunde ja übertragen, und das beschreibt ja an sich ja noch keine Verhaltensweise. Also, und ich habe dann einfach nachgelesen, was man unter Selbstbewusstsein so Cool. verstehen könnte, und habe da jetzt einfach eine Definition aus dem Duden, und die sagt, dass überzeugt sein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. Und ich muss sagen, ich kann am meisten mit dem Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten anfangen und bin da auch gedanklich gleich einmal auf die Strategien gekommen. Ja, also dass es darum geht, dass der Hund, das Lebewesen Strategien hat, wie es Situationen bewältigen kann, die vielleicht auch ein bisschen herausfordernd sind, aber dass diese Situationen bewältigt werden können und dass es einem möglichst gut in den Situationen geht und dass man möglichst gut wieder aus diesen Situationen herauskommt. Ja, also ich bin ganz bei euch mit den Strategien. Kannst du noch mal den letzten Satz vorlesen mit fast einer Beschreibung? Also genau, das Überzeugtsein von seinen Fähigkeiten, von seinem Wert als Person, das sich besonders in selbstsicherem Auftreten ausdrückt. Das finde ich mega spannend, diesen letzten Satz, weil jetzt gerade bei Hunden, dann würden ja vielleicht, also wenn der Hund selbstsicher auftritt, habe ich jetzt halt wirklich dieses Bild im Kopf, dass der Hund sich vielleicht, ist halt die Frage, ist es ja ein Unterschied zwischen selbstsicher und souverän oder so? Keine Ahnung, wir hantieren jetzt hier so mit Begriffen, ne, die sehr, wo viele Menschen unterschiedliche Dinge rein interpretieren. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, sich seiner Selbstbewusstsein, dann stelle ich mir einen Hund vor, der sich groß macht. Der sagt, oder? Das ist ja auch nicht das, was viele Menschen sich wünschen. Und führt auch wahrscheinlich dazu, dass der Begegnungshund dann vielleicht doch reagieren Ja, könnte und der eigene ja. Hund auch wieder reagiert, was man eigentlich vielleicht vermeiden möchte, ja. Also für mich, wenn ich jetzt für mich spreche, wenn ich jetzt sage,
dieses Selbstbewusstsein. Für mich ist es schon eher Souveränität. Ja. Und da kann ich jetzt aus meinem Alltag jetzt kurz erzählen, dass wenn ich sage, ich gehe spazieren und habe eine Hundebegegnung. Ich habe sehr viele Hunde, wie die meisten schon wissen. Und bei mir sind die meisten, die schon älter sind, die Erfahrungen gesammelt haben im Bereich der Begegnungssituationen. Die sind und so, die schauen vielleicht kurz, ah, da ist ein Hund, schauen an mich an und sagen, hast du den auch gesehen? So, ja, ich habe ihn auch gesehen. Cool. Können wir ausweichen oder mir ist wurscht, wir gehen weiter. Dann beachte ich den Begegnungshund und sage, okay, ich schaue, was der Begegnungshund braucht, weil ich so ein bisschen natürlich auch den Weitblick in den letzten 10 Jahren entwickelt habe. Und das ist für mich schon diese Souveränität, so dieses, ich gehe da dran vorbei, ich schaffe das. Ja. Natürlich auf das Bedürfnis ausgerichtet, wie schaffe ich es, dass für beide Parteien eine angenehme Situation geschaffen wird. Das ist so aus meinem Alltag heraus, genau. Nur treffen wir sehr wenig Hunde bei uns. Ich Das muss ich da auch dazu sagen. Das ist natürlich ganz was anderes. Das kann ich nicht mit Mensch-Hunde-Team vergleichen, das jetzt ein bisschen zentraler lebt oder städtischer lebt. Genau. Ja. Ja, finde ich ein sehr spannender Ansatz, Susanne. Wie siehst du das mit Souveränität versus Selbstbewusstsein? Hast du da noch? Ja, also mir hat die Erklärung und die Definition von der Christina sehr, sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, ich glaube, das Adjektiv selbstbewusst wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so das Erste, das mir in Hundekontexten so, also von mir herkommend, glaube ich, nicht so ein Wort, das jetzt in meiner Sprache so oft verwendet wird. Also vor allem im Ja. Hundekontext, ja. Ja. Genau, also das ist mir einfach aufgefallen, dass ich da nicht so viel damit habe anfangen können und mich da also aus meiner Perspektive heraus erst ein bisschen orientieren habe müssen, was könnte eben damit gemeint sein und eben so auf so runtergebrochen eben, dass es dem Hund gut geht. Also das wäre so mein Zugang, ja. Also Ich habe noch eine Frage dazu. Also, wenn Menschen sich wünschen, dass der Hund souveräner oder selbstbewusster, je nach Interpretation und so, in sich, also in Hundebegegnungen agiert, ich hab mir nämlich die ganze Zeit überlegt, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter, dass ich das möchte. Also möchte ich das, also setze ich eine gewisse Unsicherheit oder dass mein Hund vielleicht einfach mehr Support braucht, noch ein bisschen Training braucht, um Strategien zu entwickeln. Setze ich das, also konnotiere ich das irgendwie negativ, dass ich denke, oh, mein armer Hund, oder denke ich einfach, ja, ist ja eine schöne Aufgabe, da können wir zusammen dran arbeiten. Oder tut mir der Hund leid, weil er, also so, das habe ich mich gerade gefragt, weil ich habe nämlich überlegt, wie ich meinen Hund, in welchem Stempel ich den versehen würde. Und eigentlich würde ich sagen, dass der mega souverän ist, obwohl er in manchen Hundebegegnungen sehr unsicher ist. Aber er kommt mit dieser, weißt du, ja, so, aber er kommt. Also er hat einfach, der geht dann einfach. Also da sagt er, tschüss, ich haue ab. Und der tut mir da nicht leid. Also deshalb habe ich so überlegt, woher, also wenn wir jetzt von unsicher und nicht wirklich von richtig Angst ausgehen, dann ist ja natürlich jeder von uns so empathisch, dass er sagt, oh nee, das geht gar nicht. Ich möchte natürlich nicht, dass mein Tier Angst empfindet. Okay, das war jetzt gerade Ja, nochmal so ein Gedanke. und ich glaube aber auch, und das ist jetzt überhaupt nicht auf die Fragestellerin bezogen, sondern eine generelle Überlegung. Ich glaube, dass es ja doch in unserer Menschenwelt an sich den Anspruch an die Menschen gibt, dass die Menschen selbstbewusst sind, ja. Also ich würde jetzt durchaus sagen, das ist jetzt so ein Begriff, der hier, also unter uns Menschen ein wichtiger ist und wo ich mir durchaus vorstellen kann, dass das so ein Wert ist, der durchaus in die Hundewelt rüberschwappen kann. Vor allem ist ja, was ich immer erlebe, ganz, ganz häufig ist dieses, gerade bei Menschen, die so ein bisschen zentraler leben, die haben einen Hund an der Leine, der bellt bei einer Hundebegegnung und die sagen dann, ich schäme mich. Das Ja. ist das eigene Empfinden Ja. und das ist dann für viele ganz, ganz schwierig, da einfach drüber zu stehen und sagen, ja, so what, mein Hund ist so, natürlich arbeite ich dran, ich versuche Strategien zu finden, ich versuche herauszufiltern, warum, wieso, weshalb und so weiter, die ganze Trainingsgeschichte wissen wir ja eh, das brauchen wir jetzt nicht aufdröseln. Aber es geht, glaube ich, da ganz, ganz viel bei solchen Geschichten auch darum, wie es mir als Mensch dabei geht. Ich kann auch da wieder, heute bin ich im Sehr Erzählmodus. gut. Vor 13 Jahren, wie wir unseren ersten Hund aus dem Tierheim adoptiert hatten, der hatte auch
Spezielle Ideen bei Hundebegegnungen. Er hatte 46 Kilo, ich damals auch so ungefähr 46 Kilo. Ihr könnt euch vorstellen, als der einen Hund gesehen hat, er riss sich von mir los, schleifte mich quer über die Straßen. Natürlich habe ich mich geschämt. Ja, Und klar. da dann wirklich zu erkennen, dass man sagt, hey, ja, der Hund ist jetzt seit einem Monat bei mir, wir müssen dran arbeiten, wir üben dran und das auch einfach offen kommunizieren, ist für viele sehr, sehr schwierig. War, Aber ich würde kenne mich ich, da nicht aus. Ist am ja. Anfang natürlich sehr schwierig, ja. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der sich so verhält wie dein Hund, Christina, oder was wir alle kennen, die dann halt aufgeregt sind und bellen und so, dem würde ich ja aber, da würde ich mir ja niemals wünschen, ich möchte, dass mein Hund selbstbewusster wird, weil wir gehen ja, also die meisten Menschen gehen ja davon aus, dass dieses Verhalten schon, obwohl es ja oft meistens nicht so ist, aber dass, also sie wollen auf gar keinen Fall, dass der Hund selbstbewusster ist. Ja. Sie wollen ja eher, dass das ja etwas, ich sag mal, kleinere Brötchen backt und sich unauffällig in Hundebegegnungen verhält. Da wären wir dann wieder eher beim Begriff der Souveränität. Ja, genau. Das stimmt, ja. Spannend, ja. Das stimmt. Ich finde diese Begriffsklärung unglaublich wichtig, weil die Ja. eben was damit zu tun hat, wie wir eben mit den Tieren umgehen. Okay. Sehr schön. Wir sind Nächste noch Frage. nicht so ganz auf das Wie Ach eingegangen. so. Genau. Danke, Wie Christina. schaff ich eine souveräne Basis? Ich glaube, das ist eine gute Erweiterung dieser Frage, oder? Wie man eine Ja. souveräne Basis schaffen kann. Ja. Ja. Also wenn ihr wollt, kann ich ja zum Beispiel mal mit dem Oliver anfangen. Der Ja, war ja gerne. sehr ängstlich. Also er ist ein Hund, der immer erstmal neue Dinge mit, die sind mir nicht geheuer betrachtet. Das ist kein Optimist. Und bei Hundebegegnungen ist es nicht ganz so schlimm gewesen, aber er ist ja schon auch eher so ein bisschen zurückhaltend. Und was ich gemacht habe, ich habe halt so ein Rundum-Paket geschaffen. Also ich habe nicht nur auf die Hundebegegnung geguckt, sondern habe auch im Alltag dafür gesorgt, dass er sehr viel frei entscheiden kann, dass ich ihm Wege aufzeige, wie er aus Konflikten rauskommt. Das heißt, das habe ich natürlich auch ein bisschen verstärkt, manchmal mit richtig, also mit Futter oder mit Spielzeug oder so, oft aber auch nur mit Stimme und ja, mit Ansprache, mit Support. Und habe Entscheidungen, die er getroffen hat, wenn er weggegangen ist, wenn er sich hingesetzt hat und beobachtet hat, das habe ich auch sehr, sehr stark verstärkt. Das heißt, ich habe die Strategien, die er sowieso aus seiner Persönlichkeit heraus schon gezeigt hat, auch wenn ich die oft doof fand, weil dann stand ich da und eigentlich habe ich gedacht, ich müsste jetzt. Aber wenn ich ihn dann weitergezogen hätte, wenn ich Druck gemacht hätte, dann wäre das mit Sicherheit auch ein Hund geworden, der nach vorne gegangen ist, wenn andere Hunde kommen, weil er eben. Und das ist das, was er braucht. Er muss so Situationen im Ganzen erfassen. Und dann trifft er, der braucht ein bisschen, um Entscheidungen zu treffen. Also er ist kein Hund, der sagt, ich sehe einen Hund oder mache ich direkt diesen hier, sondern der bleibt erstmal stehen, dann schnüffelt er ein bisschen in die Luft, guckt sich den Hund genau an und dann wird noch entschieden, ist das nur ein Rüde, ist das eine Hündin, ist die noch, also alles, ich keine Ahnung, da hat er irgendwie so eine Checkliste, die er da abhakt. Und dann trifft er die Entscheidung. Und dieses dem Hund diese Zeit lassen, die Entscheidung zu treffen, habe ich das Gefühl, dass das bei ihm dazu beigetragen hat, dass er souveräner geworden ist. Schön. Ich weiß jetzt nicht, wie Ich es bei finde euch. das gerade so ein super schönes Beispiel, weil gerade wir in der Positiv-Bubble ja immer da man also ein bisschen schubladisiert werden in diesen, ihr werft eh nur Kekse. Ihr werdet immer nur Kekse stopfen. Der Hund lernt eh nichts. Und ja, diese so halb anarchistisches, freies Entscheidung treffen, wo soll das dann hinführen, ja? So, hallo, hört euch doch die Geschichten an. Großartig. Hey, voll, vielen lieben Dank für diesen tollen Das Einblick in stimmt, euren ja. Alltag. Das stimmt voll. Ja, ich kann auch gerne von mir was erzählen. Susanne, du warst gerade irgendwie so Nein, ich im bin nur gerade am Sortieren. Mach du. Sortieren. Passt. Bei mir ist es so schön, weil ich habe 19 Hunde, davon 18 tut nixe. Ja? So 18, wenn die klein wären, würde ich sagen, die kannst du frei rennen lassen und die gehen zu jedem Hund hin und sagen, oh Gott, ich liebe dich so sehr. Funktioniert natürlich im Alltag nicht, wie wir alle hoffentlich wissen. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen eine Challenge. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt in diese, mein Hund ist nicht souverän oder nicht selbstbewusst Ecke schieben, sondern so ein bisschen in dieses,
Bei mir wachsen die Hunde ja sehr, sagen wir mal, ich hoffe, gut sozialisiert auf. Die wachsen relativ angstfrei auf. Sage ich jetzt einmal so ganz krass in den Raum geworfen als Wort. Die haben halt keine Berührungsängste. Und meine Hunde sind sowieso so ganz leicht distanzlos. Das heißt, sie lieben einfach alles und jeden mit vollem Körpereinsatz. Ist genauso schwierig in dieser Situation, wie als hätte ein Hund, der sich jetzt fürchterlich an der Leine aufregt, weil er mehr Distanz braucht. Meine wollen hin. Also ich habe wirklich diesen Fall, meine Hunde wollen in den Kontakt. Prinzipiell immer, weil sie sagen, oh Gott, Hunde ist das Geilste, was es gibt. Kann ich verstehen. Bei mir war das auch sehr, sehr ähnlich, dass ich dann halt die Strategie entwickelt habe, in wirklich frühzeitig auszuweichen, wenn ich Hunde jetzt am Horizont erblickt habe und meine Hunde damit noch gar nicht in meinen menschlichen Erblicken sie gewittert hätten. Sie haben sie natürlich gerochen und gewittert. Ich bin ausgewichen und habe halt Dinge gemacht, die meinen Hunden Spaß gemacht haben. Kekse werfen, vielleicht ein bisschen loslaufen, weil eben Schlittenhund und rennt halt gerne, hat Rennen als Hobby. Mit jungen Hunden gerne mal ein Balli mit, das ich dann versteckt habe, oder ein Futterdummy oder so. Also ich habe mir mit solchen Strategien geholfen, wirklich aktiv eine Alternative zu finden. Anders als bei dir, Anja, du hast Oliver selbst entscheiden lassen. Bei mir wäre diese Selbstentscheidung dahingehend gelandet, dass wir ein riesengroßes Playdate gehabt hätten. Okay, ja. Wir getroffen. Ja. Also bei mir musste wirklich ich dafür Sorge tragen, dass ich die Strategie entwickle. Und das war bei meinen Hunden dann, ist auch mittlerweile jetzt so, die Strategie ist einfach schneller loszugehen und sie anzufeuern, dass sie halt ein bisschen laufen dürfen. Das ist für meine Hunde das Beste. Das lieben sie auch im hohen Alter, ja. Genau. Das ist so Ja, der spannend. komplette Gegenspieler. Also Ja, da super. reden wir Ja, ja auch drüber. super. Ja. Und Ja. vielleicht nur ganz kurz als Einblick, wenn ich einen Hund habe, der jetzt ein bisschen, ich sage mal, zurückhaltender in solche Begegnungssituationen reingeht, arbeite ich sehr gerne in einem Art Mini-Kurs-Setting mit einem weiteren Hund Ja. auf Distanz. Das heißt, der Hund nimmt noch Kekse, nimmt mich noch wahr, lässt sich kuscheln und so weiter. Und ich arbeite dann wahnsinnig gern mit Targets. Also ich habe für jeden Hund zwei, drei Targets zur Verfügung gestellt, dass sich der Mensch auch auf was anderes konzentrieren kann. Also das Vorderpfoten hochstellen, eine Pfote raufstellen, Hinterpfoten auf das Target stellen, Targets mit der Nase berühren, und das machen beide Mensch-Hunde-Teams gleichzeitig in einem gewissen Abstand. Und dadurch erhalten die Hunde einfach ja, eine schöne Aufgabe nebeneinander, profitieren wahnsinnig davon. Also das ist ein ganz alternativer Lösungsansatz, den ich aber sehr, sehr gerne mache in meinen Kursen auch. Ja. Ja, also eine schöne also einmal eine Aufmerksamkeitsteilung, die da ja auch Genau. stattfindet, Ja. ein sicherer Rahmen, Distanz, die adäquat ist und womit sich jedes Mensch-Hund-Team wohlfühlt. Und ich habe jetzt auch eure Beispiele sehr, sehr schön gefunden, weil sie doch zum Teil, also nicht nur zum Teil, sondern wirklich auch sehr unterschiedlich waren und auch wirklich unterschiedliche Hundetypen und Charaktere auch aufgezeigt worden ist. Und ich würde mal sagen, also für mich ist dann doch auch so die Basis, damit ein Hund in verschiedenen Situationen, das ist jetzt ja auch nicht nur auf die Hundebegegnungssituationen bezogen, eine gewisse Souveränität, wenn wir jetzt bei dem Wort bleiben, entwickeln kann, ist ja doch irgendwie so grundsätzlich die Basis, dass es dem Hund an sich im Leben gut geht. Ja, also dass man sagen kann, das ist ja die Basis von allem irgendwie, dass Bedürfnisse möglichst gut vom Menschen auch wahrgenommen werden und da geholfen wird, diese Bedürfnisse möglichst gut zu stillen. Und das hat man ja auch dann jetzt nicht nur im Allgemeinen, sondern ganz konkret in den jeweiligen Situationen, so wie ihr sie beschrieben habt, ja auch ganz, ganz gut gesehen. Also die Christina, die einerseits aufgezeigt hat, dass das Laufen etwas ist, was für ihre Hunde ganz zentral ist, was ein Bedürfnis ist, das auch gut in diesem Setting gestillt werden kann. Und die Anja, die zum Beispiel aufgezeigt hat, dass es für den Oliver wichtig ist, dass man Dinge beobachten kann, dass man Dinge sortieren kann, dass man Dinge einordnen kann und dass es durch dieses Beobachten und die Zeit, das Zeitgeben vieles dann leichter wird. Und
Dann, was ich mir noch gedacht habe, was die Christine jetzt auch schon anklingen hat lassen, eben neben dieser Bedürfnisstillung, dann halt wirklich auch wieder konkret die Frage, also auch jetzt die Person, die die Frage gestellt hat, wäre für mich jetzt einfach die Frage, welches Setting meint denn jetzt eben die Person? Geht es da jetzt eben um wirklich eine Begegnung, wo es ums Vorbeigehen geht? Geht es da um einen Direktkontakt und ähnliches? Und bei all diesen Sachen kann es doch neben der zuverlässigen Bedürfnisstillung halt das Relevante wirklich das sein, dass man auch diese Situationen, dass man da gewisse Routine in den Situationen bekommt, ja, und dass man sich da Hilfe holt oder sich Möglichkeiten schafft, um eben diese Routine dann auch wirklich entwickeln zu können, weil ich denke, das ist in vielen Fällen etwas, was einerseits den Menschen eine gewisse Sicherheit und Souveränität gibt und natürlich ein Hund, der selten direkt Kontakt mit Fremdhunden hat, wird sich vielleicht schwerer damit tun, als wenn er eine gewisse Übung und Routine darin hat. Ja. Ja, also dem habe ich zumindest jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie es euch beiden da jetzt noch geht. Ich finde, wir haben die Frage sehr ausführlich Ja. aufgedröselt, nicht nur beantwortet, sondern auch wirklich ja, definitionsgemäß, als hätten wir es ultra gut vorbereitet und das Skript dazu geschrieben. Wir haben einfach ein paar Gehirnkästchen aufgemacht und mal geguckt, Ja, was da bei uns so drin ist. ist gerade eine gute Uhrzeit und ein guter Tag Ja, heute. das ist super. Jetzt ist Stimmt. meine Frage an euch. Sollen wir die Sprachnachricht nehmen oder sollen wir die aus der Story nehmen? Gerne Sprachnachricht, das wechselt dann so ein bisschen ab und durch. Ja. Hören wir noch eine Okay. vierte Person? Jetzt muss ich die gerade noch mal suchen. Moment. Kann sich nur umschauen. Ich hatte mir ja gemerkt, ne, wo welche das war. Das hatte ich gemerkt. Du hast es Moment. mit 14 Sekunden gesagt. Ja, ich muss mal gerade, ich muss es mal gerade leise stellen, damit ich. So, jetzt. Es sind zwei Sprachnachrichten, die, also eigentlich sind es mehrere Sprach, also mehr als zwei, die mir meine Bekannte geschickt hat. Aber ich spiele jetzt mal die ersten beiden Nachrichten ab. Die wär, also da kommen eigentlich schon genug Gedanken und Fragen, die wir dann wirklich beantworten können. Oh, Moment, ich wollte ja ein bisschen Input geben oder ich weiß es nicht, ob das was Interessantes ist, aber ich finde da, ich kann persönlich darüber nicht genug erfahren, hören, lesen, wollte ich gerade sagen, ja doch auch. Zum Thema Fiddeln bei Hunden. Bei Emma ist das ja so ein bisschen ihre Hauptstrategie, wenn sie fremde Hunde trifft. Also ich habe ja ganz am Anfang immer gedacht, sie ist zu jedem Hund freundlich und will den Kontakt, weil sie sich halt sehr offen zeigt. Sie hebt den Schwanz, sie wedelt, sie springt freundlich, sie macht manchmal auch die Körpertiefstellung und das führt halt dazu, dass es dass ich immer denke, sie möchte den Kontakt, aber auch andersrum. Die anderen Hundehalter denken dann, Amber will unbedingt Kontakt und ja, lassen dann auch gern mal ihre Hunde zu uns. Moment. Das Problem ist, dass diese Sprachnachricht jetzt irgendwie nicht zum Anfang geht, die Über nächste. Kontakt. Moment, jetzt. Ja, also meine Fragen gehen ja so ein bisschen in die Richtung, wie kann ich besser erkennen? meine Hündin überhaupt Kontakt möchte, ob es vielleicht ein positiver Kontakt werden kann. Also ich sage jetzt mal ganz konkret, gerade bei fremden Hunden fiddelt Amber immer ein bisschen mindestens, wenn nicht sogar ganz stark. Und eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn sie fiddelt und dann halt ein Kontakt entsteht, gerade mit Fremdhunden, das einfach unheimlich viel Anspannung im Spiel ist und es meistens dann nicht so angenehm läuft. Also selbst wenn dann nichts passiert oder sowas, passiert trotzdem häufig, dass Ember angesprungen wird, belästigt, also in meinen Augen auch belästigt wird im Sinne von, dass halt ihre Grenzen überschritten werden. Genau, dabei hatten wir im Vorgespräch gesagt, belassen wir es mal. Ne? Weil letztendlich die anderen, also die anderen wirklich tollen, also
Die Nachrichtenstellerin macht sich super viele tolle Gedanken zu dem Thema und die anderen Sprachnachrichten laufen so ein bisschen eben auf die Frage hinaus, wie kann man halt eben erkennen, ob der eigene Hund, aber das hat sie ja schon gesagt, Kontakt will und eben auch dieses Beobachten von anderen Hunden. Wie erkenne ich denn, wie vielleicht mein Gegenüber, also der Vierbeiner, der mir entgegenkommt, drauf ist und kann ich dann vielleicht im Vorfeld nämlich anhand von irgendwelchen Signalen schon erkennen, lasse ich meinen Hund dahin oder nicht? Und dann sagt sie aber auch noch, dass es natürlich wahnsinnig viel ist, auf den eigenen Hund zu gucken, auf die Menschen zu gucken, die mir entgegenkommen, auf den anderen Hund zu gucken. Das ist ja, und ich finde die Frage deshalb so cool, weil das so ein einfach ein klassisches Beispiel dafür ist, dass ja nicht nur, also ich interpretiere jetzt diese Sprachnachricht so, dass sich ja nicht nur manche Hunde oder viele Hunde so ein bisschen überfordert fühlen in Fremdhundekontakten, sondern ja auch wir Menschen. Ja. So kritisch habe Ja. ich es irgendwie, ja? Ja. Okay. Wo haken wir denn da jetzt ein? Beim Fiddeln oder? Ich hätte gesagt, dass wir vielleicht einmal Fiddle generell definieren. Was ist Fiddle About überhaupt? Wo kommt es her? Und wie man es erkennen kann? Gute Idee. Magst du, Christina? Aber wir können ja auch den Link, den Susanne uns in den Chat Ja. gestellt hat, also Ja, also voll. vorlesen. Also ich habe generell, es gibt einen Link, der, finde ich, erklärt sehr, sehr schön den Unterschied zwischen Spiel und Fiddlebaut. Ja, weil ich glaube, und das ist auch ein Link, den ich sehr gerne an Kundinnen und Kunden von mir weiterschicke, weil es einfach eine so schöne Gegenüberstellung ist und weil meine Beobachtung schon auch die ist, dass ganz viele Menschen Verhalten zwischen Hunden als Spielverhalten interpretieren, was eigentlich kein Spiel ist, sondern ein Fiddeln. Und diese Einsenderin der Sprachnachricht hat ja sozusagen schon einmal den ersten super tollen Schritt gemacht und erkennt, das ist jetzt kein Spiel, was Spielverhalten oder keine Spielaufforderung, die da mein Hund zeigt, sondern eben ein Fiddle About, wo es eben was eine Bewältigungsstrategie ist in schwierigen Situationen. Also wir haben die Möglichkeit, also die Bewältigungsstrategien Fight, Flight, Freeze, Flirt beziehungsweise Fiddle About oder auch Feint als eine Variante. Also das heißt, jetzt mal ganz kurz und prägnant gesagt, Fiddle About ist eine Stressbewältigungsstrategie oder eine Strategie, mit schwierigen Situationen umzugehen. Ja, und genau, also das wäre jetzt mal so eine erste kurze Einleitung. Und es ist für mich, muss ich jetzt so eine persönliche Information dazugeben, ein Fiddle-About ist eigentlich noch die schönste Variante der Stressbewältigung, weil Freeze ist nicht so schön und auch das Fiddle-About ist auch für einen Hund aus meiner persönlichen Erfahrung nach noch die beste Lösung, um auch schnell wieder vom Stress runterzukommen. Also solange gefiddelt wird, ist noch okay. Das ist so meine Erfahrung. Und genau, weil Feint wäre jetzt echt absolut unschön und Fight natürlich auch, ja, wenn wir so drin sind. Und das, aber das Fiddle About sieht man sehr, sehr, sehr viel. Also gerade auf Spaziergängen, bei Hundebegegnungen und alleine sieht man es wahnsinnig viel. Und ich glaube, dass so der grobe Unterschied zwischen Fiddle About bzw. Flirten und einem wirklichen Spiel ist, dass beim Fiddle About die Bewegungen viel abgehackter wirken. Also sie wirken so, als hätte man einen Feldhasen an der Leine, der mit dem Bob von links nach rechts springt und in der Mitte muss man ihn wieder aufziehen. Also so irgendwie, Ja, ist eine schöne Beschreibung. es wirkt sehr abgehakt, ja. Ja. Das ist so der Unterschied. Und auch wenn man in die Vorderkörpertiefstellung geht, in die Playbow, hat man meistens beim Fiddle die Rute nicht locker in der Höhe wedelnd, sondern entweder nach unten oder skorpionmäßig nach oben gerichtet, ohne dass sie wedelt. Das ist auch so ein, sage ich mal, relativ einfacher Unterschied, um das Verhalten unterscheiden zu können. Und natürlich die Gesichtsmimik. Ja. Darf ich mal ganz kurz was, eine eigene Beobachtung von heute Morgen teilen, weil jetzt, wo ihr das Fiddeln nochmal so beschreibt, das ist ja total spannend. Ich
Weißt du, ich beschäftige mich so lange mit Hunden und habe, und dann denke ich heute Morgen an eine Begegnung zurück und denke, Anja, du hast ja gar nicht gesehen, dass dein Hund fiddelt. Also, ich habe eine Gassi-Hündin, die habe ich schon ganz lange. Klein, so Olivers Größe, die sind sehr, 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 sehr vertraut miteinander. Und die habe ich heute Morgen hier mit reingebracht. Und so nach 5 Minuten haben die dann angefangen zu spielen. Die haben sich meine Matratze ausgesucht und ich habe wahrscheinlich nicht genau hingeguckt, weil die kennen sich seit, ich glaube, seit 8 Jahren oder seit 6 Jahren, ich weiß es jetzt nicht, gehen jeden Tag zusammen spazieren, können zusammen schnüffeln, können zusammen liegen, so begrüßen sich extrem mit weichen Bewegungen, dann geht jeder wieder seiner Wege, so. Und dann waren die hier und dann haben die in Anführungsstrichen gespielt. Das heißt, es ging so, es war Bewegung in den Hunden, bei der Hündin kann es wirklich Spiel gewesen sein, aber wenn ich mir den Oliver jetzt rückblickend angucke, hat er nämlich genau das gezeigt, abgehackte Bewegung und dann natürlich alles nach hinten gezogen, ne? Die Ohren so, das hier, ja, was ganz klar ist, das macht er bei fremden Hündinnen auch immer gerne, dann fiddelt er so um die rum und sagt, tschüss, ich geh wieder. Und genau das hat er heute auch gezeigt. Und da frage ich mich jetzt gerade, ist Fiddeln wirklich auch immer negativ zu bewerten? Weil er ist dann auch immer wieder gegangen, ist mal nach Hause, kam wieder und hat wieder gefiddelt und so. Rückblickend würde ich sagen, es waren halt verschiedene Motivationen im Spiel. Der wollte nämlich eigentlich losgehen, weil hier gerade ganz viele läufige Hündinnen sind, deshalb wollte er raus, aber er wollte auch, irgendwie war dann die kleine Hündin da und vielleicht hat er da so, ja, eben Mischmotivation gehabt und hat deshalb gefiddelt und dann würde ich ja sagen, es ist ja gar nicht unbedingt negativ gewesen. Das wollte ich nur nochmal, also das ist einfach so eine Beobachtung, die mir jetzt rückblickend quasi wie so ein Film im Gehirn ist, wie abgelaufen und ich mich dann wirklich gerade gefragt habe, diese Strategien, die wir ja sehr oft als negativ bewerten, sind die das wirklich für den Hund oder können wir einfach auch sagen, ja super, dass er überhaupt eine Strategie hat? Klar, Aggressionsverhalten ist natürlich, das ist blöd, ne? Aber Ja, aber da wollte ich jetzt auch gerade sagen, weil ich gesagt habe, okay, Freeze und Fight ist ein bisschen blöder. ja. Aber im Grunde ist ja auch ein Fight oder ein Flight für den Hund überlebenssichernd. Also es ist dem Kontext auch wieder nicht irgendwie negativ aufzufassen, weil es ja grundsätzlich bei diesen 4 Fs bzw. 5 Fs mit dem Feint geht es ja darum, das Überleben und das eigene Wohl zu sichern, ja, grundsätzlich. Also von dem her. Und ich glaube, es ist ja mega individuell, weil jetzt, wo wir gerade über das Fiddeln reden, ich habe ja gerade ein paar Hunde im Haus und junge Hündin mit dabei und die versucht den ganzen Tag, die anderen Hunde einfach tot zu spielen. Sie spielt den ganzen Tag und zum Schluss, wenn sie am Abend noch müde kommt, doof, das ist eh schon lange klar, fängt die auch an zu fiddeln, weil sie möchte eigentlich nur spielen, ist todmüde, hat eigentlich Hunger, weiß nicht wohin mit sich selbst. Und dann fängt die auch an, so lustige Spielsequenzen zu zeigen, wo dann die Hunde daneben stehen und das würden sie sich so am Kopf kratzen, so, was machst du jetzt eigentlich da in deinem Wahnsinn? Also das ist super spannend und bewerte ich natürlich auch absolut nicht als negativ. Und ich glaube, es kommt auf den Kontext an, weil du jetzt erzählt hast, es ist die Hündin, die kennen sich mega lange und die Hunde wissen ja, okay, lass ihn mal kurz ausspinnen, sag jetzt mal ganz menschlich übertragen, ja. Ich sage, okay, gib ihm Zeit zum Durchatmen. Und ich glaube, es ist was anderes, wenn man in einer Fremdhundebegegnung fiddelt, als Hunde, die sich kennen. Das ist ein ganz anderes Phänomen, wenn ich Hundebegegnung habe mit Hunden, die wir kennen oder Hunde, die wir noch nie gesehen haben. Ja, finde ich ein wichtiger, echt ein super wichtiger Hinweis. Ja. Ich habe den Faden verloren. Naja, Wir also sind immer ich noch beim würde mal sagen, Fiddeln. die zentrale Frage, die ich mir vorher mitgeschrieben habe aus dieser Sprachnachricht heraus, ist, möchte sie den Kontakt, also diese Hündin, um die es da geht, und wie kann ich das erkennen, wenn mein Hund fiddelt in einer Begegnungssituation mit einem fremden Hund, ob die jetzt an dem Kontakt interessiert ist oder nicht, also ob sie Kontakt aufnehmen möchte oder nicht. Ja, genau. Jetzt Es habe ist ja ich die den Faden. Frage, in welcher Situation das Fiddeln eingesetzt wird, Ja. bevor man die Distanz verringert oder nachdem die Distanz verringert wird. Weil es geht ja darum, was macht der Hund in der Hundebegegnung? Will er Distanz verringern oder will er Distanz erhöhen? Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, jetzt da ohne Video vielleicht so zu erkennen.
ob der Hund wirklich Kontakt möchte, weil es kann ja durchaus sein, die Bewältigungsstrategie möchte unbedingt hin, die möchte unbedingt hin. Ja. Ich weiß nicht, wohin mit meinen Emotionen, die fiddeln halt einfach herum. Und im Direktkontakt könnte sein, dass es sich auflöst. Beziehungsweise haben wir ja gehört, dass die Hündin dann auch, war, glaube ich, eine Hündin, gell, von der Sprachnachricht, dass die dann auch eine mal so drüber bekommt, sage ich jetzt einmal. Und dass es dann eigentlich gar nicht so schön für die Hündin ist im Direktkontakt. Also. Ich kenne ja das Team und ich würde jetzt mal aus den Begegnungen, also ich habe die jetzt eben nicht trainerisch begleitet bei Hundebegegnungen, aber wir sind öfter mal zusammen spazieren gegangen und ich würde jetzt mal das so beschreiben, dass die Hündin bei Hundesichtung, also ja, natürlich auch ein bisschen angespannt ist, aber immer noch recht weich in den Bewegungen und grundsätzlich Interesse hat an anderen Hunden. Und das, was auch die in der Sprachnachricht dann kam, war, glaube ich, wenn die Hunde, weil dann die Besitzer ja auch, die Besitzer von den anderen Hunden ja merken, ah ja, okay, die Hündin ist also jetzt nicht irgendwie super aufgeregt, die bellt nicht, zeigt kein Aggressionsverhalten, dann wird ja oft Hundekontakt zugelassen und dann scheint es so, dann ist die Hündin, glaube ich, oft so, dass sie dann anfängt zu fiddeln und das für andere Hunde, dann steigt so die allgemeine Aufregung und dann, glaube ich, kommt sie da, also dann gibt es irgendwie, glaube ich, keine Strategie mehr, da irgendwie rauszukommen. Das war, glaube ich, so. Also Ja. da müsste ich dann nochmal nachfragen, aber vielleicht kriegen wir das dann auch als Kommentar unter dem Podcast, ob meine Einschätzung jetzt da so richtig war. Aber selbst wenn sie jetzt in der Situation nicht richtig war, haben sie aber dieses Problem ja, glaube ich, oder diese Beobachtung viele Hundehaltende mit ihren Hunden. Ne? Dass Begegnung zu, also es werden, kommt zur Begegnung, scheint irgendwie auch noch alles in Ordnung. Und dann steigt das Erregungsniveau, alle fangen an zu fiddeln, zeigen Zoomies und werden vielleicht dann auch körperlicher. Und das war ja auch in der Sprachnachricht mit Grenzen überschreiten, ein bisschen anbollern manchmal und so. Ja, also ich glaube, du hast irgendwie sowas gesagt wie kein Weg mehr raus oder so irgendwas. Und ich habe ja eine Fiddle-Expertin bei mir zu Hause, mit der ich zusammenlebe. Also die Rika, die fiddelt in verschiedenen Situationen sehr, sehr schnell. Ja, also und da habe ich zum Beispiel beim Hundekontakt oder vor allem beim Fremdhundekontakt, was ich da wirklich immer versuche, sofern es die Gegebenheiten zulassen, dass ich immer wirklich Rika mal ganz viel Raum zur Verfügung stelle. Also möglichst lange Leine, ja, und vielleicht auch ich, je nachdem, außer sie würde da jetzt den Kontakt zu mir suchen, das ist aber im ersten Moment da normalerweise dann nicht, dass ich vielleicht auch ein bisschen auf Abstand gehe und einmal ihr auch mit meinem Körper so ein bisschen den Vorschlag mache, wir könnten jetzt auch weggehen, also wie du magst, ja, also dass nicht ich unbedingt auch in die Richtung des anderen Hundes schaue und schaue, ah, was macht der jetzt, sondern eher dieses Abwenden Vorschlag. Und wenn das dann noch eine Zeit dauert, bis der Hund dann wirklich in unserer Nähe ist, sehe ich dann in vielen Fällen auch, okay, möchte sie da jetzt eigentlich weiter in die Interaktion und den Kontakt aufnehmen, oder nimmt sie jetzt meinen Vorschlag mit der langen Leine und ich wende mich ab an. Also ich schaue da relativ viel, was sie dann weiterführend zeigt. Und dann ist es bei ihr auch so, dass da eher so eine kurze Kontaktaufnahme stattfindet und dann aber sie diesen Weg raus eigentlich relativ gut schon kennt und kann. Also das heißt dann, dass ich auch wirklich schaue, dass die Leine entsprechend so gehalten wird und entsprechend lang ist, dass sie dann auch wirklich weg kann. Und ich dann das natürlich auch sofort erkenne und dann auch wirklich mit ihr weggehe. Ja, aber das sind Situationen, die können dann ganz schnell und ganz kurz gehen. Also da muss ich das dann auch wahrnehmen und dem dann auch gleich Folge leisten, sage ich jetzt einmal so. Und wir haben, die Rika ist ja klein, hat so circa 10 Kilo. Wir haben auch die Strategie entwickelt bei ihr, wenn es dann Hunde gibt, die wo es ihr dann zu nahe und zu viel wird und dieses Weggehen vielleicht nicht ausreichend schnell funktioniert, dann kommt sie zu mir und zeigt mir, dass sie hochgehoben wird. Ja, und dann hebe ich sie hoch. Ja, und dann sind wir da in der sicheren Situation. Was eine andere Variante bei uns auch ist, je nachdem, was das Gegenüber so macht, ist zum Beispiel auch das, dass wir dann einfach mit dem anderen Hund ein Stück gemeinsam gehen.
Ja, also dass wir nicht nur diese kurze, aufgeregte Begegnungssituation haben, wo wir uns dann wieder auflösen, ja, und dann sind wir nur im Herumfiddeln, alle Beteiligten vielleicht, sondern dass wir dann schauen, dass wir die Situation wirklich möglichst ruhig und gut beenden, indem wir einfach, wir Menschen die Bewegung reinbringen und vorschlagen, okay, jetzt gehen wir dann weiter. Dann gibt es vielleicht auch andere Dinge, die für die Hunde dann auch interessanter werden, und dass man so wieder Ruhe reinbringt, ja. Also das sind so meine Strategien, die ich ganz konkret bei Rika viel anwende. Ja. Ich verwende dieses in Bewegung bleiben des Menschen auch in meinen Kursen mit Ja. meinen Kunden. Also auch dieses, ja, auch bereits im Welpenkurs, ja, die dürfen, wenn es passt, natürlich miteinander interagieren und gerne mal spielen, habe überhaupt nichts dagegen, aber die Menschen bleiben in Bewegung. Es fördert natürlich auch ein bisschen die Aufmerksamkeit des Ja. Hundes, logischerweise. Und das ist auch ganz, ganz fein, weil dann die Hunde auch die Strategien entwickeln. Oh, mir wird es zu viel, was kann ich machen? Okay, Mensch bewegt sich, ich gehe hin und dann wird natürlich auch Ja. fürstlichst belohnt, logischerweise. Aber gerade dieses selbst rausfinden aus solchen Situationen ist für viele Hunde schwer und da versuche ich auch immer von Anfang an dahingehend zu arbeiten, ja. Ich finde das, was ihr gesagt habt mit diesem Selbst rausfinden, ist, glaube ich, das Allerentscheidendste. Also erlebe ich beim Oliver auch so. Aber das wirft natürlich, finde ich, ein Riesenproblem auf. Zumindest, ja, also was mache ich mit dem anderen Hundehalter? Also ich mag noch mal von mir was erzählen. Ne? Also wir begegnen einer Hündin. Und Oliver sagt, da muss ich jetzt hin, dann gehen wir da hin, dann fängt er so ein bisschen an zu fiddeln und ich sehe es ihm ja an, dann sagt er, danke, das war's, wir können jetzt weitergehen. Aber dann habe ich ja diesen Menschen, der sagt, oh, guck mal, wie schön die spielen. Dann sage ich immer, ja, was soll ich jetzt sagen? Also ich kann ja keinen Vortrag halten, ne? So, aber dann sage ich nach 2 Sekunden, mein Hund möchte gehen, tschö. Also das muss man aber, ich mache das auch, aber ich meine, ihr könnt euch vorstellen, was die Leute für eine Meinung von mir haben. Ja, ich kann mich nicht. Ich weiß, ja, aber das ist halt, das ist ja, glaube ich, so dieses Grundproblem. Also, wie kann ich die Bedürfnisse meines Hundes befriedigen und mich nicht als völliger Menschenfreak irgendwie darstellen? Also, Ja. so, Ist total ja. schwierig, weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, bei mir ist es völlig wurscht, weil ich habe einen Nachbar, der hat 3 Hunde und das war es da in einem Umkreis Ja. von gefühlt 47 Kilometer. Da ist es relativ easy, dass ich einfach sage, wenn ich unterwegs bin mit meinen Hunden, ah, wir wollen keinen Kontakt, danke, tschüss. Ja. Das klappt natürlich nicht bei dir, Anja, das ist ganz klar. Und es ist total schwierig, klar. Mir ist sowas, war das immer egal. Habe ich gesagt, ja, na, danke fürs Schnüffeln und mein Hund möchte jetzt Das gehen. auch. Und ich bin halt dann wirklich ganz, ganz straight. Ja, ich sage, ich schaue auf meinen Hund, was du dir jetzt da denkst, ist mir wirklich, ja, rutscht Ja. mir den Buckel runter. Ist aber natürlich auch ein Lernprozess und ist nicht überall so gern gesehen, weil dann hat man vielleicht Menschen, die man ganz gerne hat. Ja, und die haben vielleicht irgendwie so, sagen, ah, oh, schau, wie schön die spielen, und da denkst du dann eigentlich gar nicht. Und es ist wahnsinnig schwierig, also die Kommunikation, und vielleicht so ein kleiner Appell, jetzt kommt mir gerade so von mir, ja, akzeptiert doch bitte allesamt Begegnungssituationen, so wie sie die Besitzer handhaben. Und wenn jemand sagt, ich möchte keinen Kontakt, dann wird da einfach Hund angeleint und weitergegangen. Und das erlebt man auch halt sehr häufig, dass man sagt, ah, oh, ja, mein Hund tut eh nichts. Und es werden halt so diese, bitte können Sie Ihren Hund anleinen, Sätze sehr oft ignoriert. Und ich glaube, das wäre ganz schön, dass man nochmal alle da hingehend aufmerksam macht, wenn jemand sagt, bitte Hund an die Leine oder bitte ausweichen, bitte weitergehen, bitte stehen bleiben, dass man einfach kommuniziert mit den Begegnungspartnern. Ist also, ja, es ist natürlich schwierig, weil man muss nur nicht auf sich selbst achten, sondern auch auf die anderen Menschen und die Ja. eigentlich erziehen. Und das ist sehr schwierig, ja. Aber ich denke, ich finde eigentlich, dass das von der Anja auch ein schönes Beispiel war. Also ich finde, das Ja. hat sich jetzt überhaupt nicht unfreundlich angehört, was du da sagst. Na, Also gar nicht. Du empfinde hast ja mein ich. Gesicht, kennst meinen Gesichtsausdruck nicht, wenn ich dann das 10. Mal höre, oh, die spielen aber schön zusammen. Ja, aber ich finde trotzdem, es ist ja schon so, man kann ja dem Gegenüber freundlich Ja. und höflich sein, aber trotzdem klar und bestimmt, ja. Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Aber auch wie die Christina gesagt hat, ich glaube, das ist durchaus auch ein Entwicklungsprozess. Und wenn man
wahrscheinlich je länger man Hunde hat und je öfter man in Hundekontakte kommt, wächst man da ja auch rein. Und das knüpft ein bisschen wieder an das, was ich vorher gesagt habe. Es geht schon auch ein bisschen um die Übung und die Routine. Ja, und auch bei solchen Sachen in der Kommunikation mit anderen Menschen gegenüber, glaube ich, kann man Übung und Routine entwickeln. Ja. Und sonst kann man sich auch Hilfe holen. Es gibt ja mittlerweile Genau. echt viele. Ich habe zum Beispiel, wollte ich nämlich mal darauf hinweisen, irgendwann im Oktober einen Podcast mit einem Kunden von mir, der veranstaltet Kommunikationsworkshops und unterstützt Menschen dabei, so mit so Stammtischparolen umzugehen. Und Stammtischparolen können ja unterschiedliche Inhalte haben. Und das fand ich eben so spannend. Das gibt es ja eben in unserer Hundewelt auch. Und da kann man sich ja einfach ein, zwei Sätze oder drei parat legen, die man Total. dann sagt, ne? Mir fällt noch etwas ein, und zwar, als ich gerade auch noch mal wieder überlegt habe, wie das dann aussieht, also wie der Oliver fiddelt, und dann sagte er ja direkt und schön, ne? Und dann ist mir so eingefallen, das ist ja, oder überhaupt bei Hundebegegnungen, das ist ja wie so eine Choreografie, habe ich mir schon so oft gedacht, ne? Also es gibt verschiedene Choreografien, je nach, ist es an der Leine oder ist es am Feld oder im Wald, ist es ein gerader Weg, ist es ein Park, egal, Hunde haben ja verschiedene Choreografien so im Kopf. Und dann ist immer so die Frage, was passiert, wenn wir diesen Ablauf stören? Also was würde passieren, wenn ich Olivers Choreografie in dieser Hundebegegnung nicht mitgehe und einfach sage, pass auf, ich möchte jetzt hier stehen bleiben und mich unterhalten. Ich weiß nicht, was dann passieren würde. Da würde er wahrscheinlich, ich habe ja immer, aber mal angenommen, ich hätte jetzt auch eine kurze Leine. Dann wäre er ja gezwungen, sich eine neue Choreografie, ein neues Verhalten auszudenken. Und das könnte ja dann sehr schnell sein. Er ist jetzt auch nicht so der Typ dafür, aber ein anderer und wird vielleicht dann schnell mal auch ins Aggressionsverhalten kippen oder ins Abwehrverhalten. Und das finde ich auch nochmal so wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass die Hunde wissen schon, was sie tun. Weil das ist auch eine schöne Überleitung, nämlich zu der nächsten Frage. Die Hunde, also wir sind eigentlich die, die sagen, das musst du aber jetzt und wir wollen das jetzt so und das geht nicht anders. Und dann erwarten wir, dass die Hunde sich blitzschnell eine neue Choreografie ausdenken, die uns dann auch noch gefällt. Genau, Ja, das das war's mit der dann. Choreografie ist ein schöner Vergleich, Ja, finde ich, ja. total. Fand ich auch. Ja. Und ich bin mir jetzt vom Gefühl her, weil du auch schon die Überleitung zur nächsten Frage angekündigt hast, und ich habe nämlich auch schon an die nächste Frage ein bisschen gedacht, weil ich kurz bei mir jetzt kurz so ein bisschen die Sorge aufgekommen ist, dass jetzt Menschen, die zuhören, vielleicht eben denken könnten, ah ja, aber bei mir ist es jetzt so, ich wohne da jetzt in der Grazer Innenstadt und da begegnen mir jetzt auf unserem Morgenspaziergang 20 Hunde und da kann ich nicht ausweichen und da kann ich nicht so leicht schauen, was mein Hund mir sagt. Ich muss aber dazu sagen, solche Fragen sind nicht so viel bei uns eingetroffen. Also, das heißt, ich fordere jetzt einfach ganz frech auf, wenn ihr da ergänzende Fragen dazu habt, dann könnt ihr uns die ja schicken und dann können wir die ja auch gerne weiterführend aufgreifen. Aber ein bisschen passt ja auch die nächste Frage schon ein Ja, bisschen auch dazu. total. Wo ich mir jetzt unsicher bin oder eine Frage, die ich jetzt an euch stellen möchte, haben wir die Frage aus der Sprachnachricht jetzt einmal zumindest fürs Erste ausreichend beantwortet vom Gefühl her? Also, ich Ja. glaube schon. Ich glaube schon, weil es war ja auch, es war so ja so eine Beschreibung von so einem Zustand und von gewissen Unsicherheiten seitens der Fragestellerin, die da so aufkam. Und ob wir das jetzt umfassend beantwortet haben, weiß ich nicht. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir so ein paar Perspektiven aufgezeigt haben, Dinge noch mal anders vielleicht draufzuschauen oder so. Also vor allen Dingen sage ich noch mal so zusammenfassend, dass Fiddeln vor allen Dingen gerade in diesem speziellen Fall vielleicht gar nicht unbedingt allzu unangenehm wahrgenommen werden muss, sondern dass man eher sagt, gut, das ist jetzt eben einfach so eine Strategie und dass man eher vielleicht noch mal guckt, was gibt es für Lösungen, um was du Susanne eben so schön beschrieben hast und du auch Christina, wie können wir den Weg frei machen, wenn die Hündin gehen will? Ja. Okay. Wäre jetzt so. Dann sind wir mal zufrieden fürs Erste. Ja, ich glaube schon. Soll ich die nächste Frage oder wollt Ah, ihr? gern, wenn du sie bei der Hand Gerne. hast. Ja, so mein Handy Beim wäre Handy in meiner hast.
Na, ich muss jetzt nur noch mal so schnell. Da bin ich. Das ist, Moment, das ist eine so eine Dreierfrage, weil die Kommentarfunktion in den Stories nur so kurz ist oder die Frage. Also, habt ihr den Eindruck, dass Hunde in Anführungsstrichen normale Kommunikation in Begegnungen verlieren? Moment, so nicht so. Und jetzt, wie geht denn das jetzt? Dadurch, dass sie zum Beispiel an der Leine einfach aufeinander zugehen müssen oder in Anführungsstrichen Hundeansammlungen geschubst werden, wo sie keine Zeit zum Beobachten haben. War da nicht noch was mit natürlichem Verhalten? Das fand ich nämlich noch. Nö, das waren die drei Teile. Also mehr habe ich nicht mitbekommen, zumindest. Okay. Also es Ja, geht um die Frage nach, unter Anführungszeichen, normalen ach Verhalten, so, ja. ob das durch die Gegebenheiten Ja, das war's. Normale weniger Kommunikation. gezeigt wird. Oder Ja, verlieren. also verlieren, ja, verlieren. Also grundsätzlich Spannende ohne Frage. Kontakt an der Leine, oder so habe ich jetzt verstanden. Ja, und eben glaube ich, ich könnte mir vorstellen, dass da so vielleicht so Hundegruppen, wo eben der Versuch des Sozialkontaktes besteht und irgendwie vielleicht größere Hundegruppen, Also wo diese man Welpen-Moschpits und so zum Sachen. Beispiel, ja. 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 Also Ja. Ja. genau. Also es ist ja immer so die, das finde ich, es ist ja total spannend, weil dieses in Anführungsstrichen normale Kommunikation ist ja etwas, womit ja in den sozialen Medien um sich geschmissen wird, wie, weiß ich nicht, Ja. fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber es ist ja wirklich unangenehm, weil es gibt ja keine normale Kommunikation. Also es gibt ja immer nur die Kommunikation, die uns angenehm erscheint. Ich weiß auch, dass die Fragestellerin mit Sicherheit darauf hinaus wollte. Also sie soll sich jetzt nicht den Schuh anziehen, wenn sie es hört, dass ich sage, weißt du nicht, ne? So, sondern ich denke, die wollte uns damit gut auf die Sprünge helfen, wirklich einen guten Diskussionsansatz zu finden. Ne, also was ist normale Kommunikation? Weil Kommunikation findet ja zwischen den Hunden immer statt. Und ich glaube, dass für uns, also viele Menschen sagen, das ist normale Kommunikation, wenn die Hunde einfach ohne irgendwas zu zeigen aneinander vorbeigehen, sodass wir nicht behelligt werden mit dem Verhalten unserer Hunde. Und ich finde jetzt schon, dass ja, also wenn wir die Choreografie stören, indem wir Bedingungen schaffen, wo die Hunde nicht frei entscheiden können, wie sie sich verhalten möchten, dann schränken wir natürlich ihre Möglichkeiten extrem ein. Das passiert sowohl an der Leine und das passiert natürlich auch, wenn wir sie in Gegebenheiten bringen, wo sie vielleicht, die sie von selber so nicht aussuchen würden und sie dann auch zwingen, da zu bleiben, zum Beispiel eingezäunte Ausläufe, Hundepartys, sowas. Ja. Also ich finde, ein ganz schönes Beispiel ist immer das, also so klassisch aus meinem Kursbetrieb, meine Kunden möchten gern eben das üben, dass man aneinander wie an der Straße vorbeigeht. Ja? Und dann sage ich immer, ja, aber Hunde finden das meist bedrohlich, wenn sie Gesicht an Gesicht, Augen zu Augen Kontakt aneinander vorbeigeführt werden und müssen, weil das so diese menschliche Einstellung ist, das muss er halt durch, ja. Und da ist dann oft so, dass ich Strategien meinen Kunden zur Hand gebe, Werkzeuge an die Hand gebe, die ganz easy zum Umsetzen sind. Und das kann sein, dass es nur Bögen gehen ist, leichtes Ausweichen, einmal Kreis um den Baum gehen und so. Und siehe da, die Hunde, sie werden weich in den Bewegungen, schauen einmal weg vom anderen Hund oder schauen den anderen Hund kurz an, schauen wieder zurück und so weiter, ja. Und das ist für sehr, sehr viele Kunden wahnsinnig aufschlussreich, dass die sagen so, wow, okay, ich kann mit einfachen Mitteln doch Kommunikation, also angenehmere Kommunikation ermöglichen. Und ich glaube, das ist so ein guter Punkt, wo man sehr schön sieht, dass eine körperliche Einschränkung, egal ob das jetzt ein Zaun ist, ein Raum ist oder die Leine, sehr wohl Verhalten, was der Hund zeigen könnte, etwas hemmt. So, ich glaube, das war jetzt der Satz, den ich sagen wollte damit. Ja. Also man sieht es ja ganz oft, dass Hunde, wenn man die an der Leine zusammenschnüffeln lässt, die machen sich groß, stellen die Haare auf. Also Piloerektion ist ja auch nicht negativ oder positiv zu bewerten, ist ja wie Gänsehaut. Und dass man dann, okay, dann machen die Besitzer die Leinen ab und die Hunde rennen und das ist okay.
Also so das klassische Leinenbegegnungsdrama sieht man ja eigentlich täglich. Und es ist ja oft dann auch ganz interessant, wenn, also mir fällt jetzt gerade ein Hund ein, wo ich gerade das Hund-Mensch-Team begleite, der sich bei Hundebegegnungen hinlegt und den anderen Hund fixiert. Und der ist bisher an einer meistens 2 Meter Leine spazieren gegangen. Und jetzt haben wir da das Wohngebiet großteils ermöglicht. Als erstes auf eine 5 Meter Leine, glaube ich, verlängert und sind jetzt bei einer 10 Meter Leine. Und es ist sehr interessant zu beobachten, wie diese längere Leine der Hund von selber den Vorschlag gemacht hat, ah, ich lege mir jetzt nicht hin, sondern ich gehe da jetzt drüber und weiter weg von dem anderen Hund. Und ich muss sagen, ich habe mir mit der Frage ein bisschen schwer getan, weil die so viel Inhalt hat und so viele Facetten. Und eigentlich, ich habe mir zwei Sachen dazu gedacht. Und das erste ist, glaube ich, schon das, dass wir uns schon alle bewusst machen sollten, dass die Dichte, wie wir alle zusammenleben, und ich weiß, sie sagt das oft, aber ich glaube, Anja, bei dir habe ich es oder mit dir im Austausch in unserem Podcast habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, aber ich glaube, es ist schon einfach was ganz Wichtiges, was wir uns klar machen sollten und immer vor Augen haben sollten, dass die Hundedichte einfach eine so viel größere ist, als sie vor 10 Jahren zum Beispiel war, ja. Also ich merke das allein in den Gegenden, wo ich aufgewachsen bin. Das ist eigentlich eher, also das ist nicht Stadt, sondern das ist Stadtumgebung. Da ist kein Vergleich in dem, wo ich da früher mit meiner Hündin unterwegs war, wie viele Hunde man jetzt trifft, wie viele Hunde jetzt in diesen Straßen leben. Oder auch hier, wir sind vor 12 Jahren dahergezogen. Wir waren eigentlich fast die einzigen, die Hunde so klassische Hundehaltung hatten, also Hunde, die mit uns zusammen im Haus leben, eingezäunten Garten haben und wir mit den Hunden spazieren gehen. Da in der Umgebung waren sonst eigentlich nur Hofhunde, niemand mit dem Hund spazieren oder vereinzelt ein paar Hunde, die in Haus und Garten gelebt haben. Und ich glaube, da hat sich vieles verändert. Man trifft viel mehr auf andere Hunde. Es gibt weniger wirklich reinen Erholungsraum, wo man sagt, okay, da kann man jetzt mal spazieren gehen und trifft niemanden. Also das wird weniger, wird immer schwieriger auch zu finden. Also ich glaube, das muss man sich klar sein, also dass da auch die Gefahr von Frustration zum Beispiel auch eine größere wird. Man trifft auf mehr Hunde, aber darf nicht den Kontakt aufnehmen, möchte eigentlich den Kontakt haben. Natürlich auch, wenn es da um intakte Hunde geht, dass da auch durchaus ein Frustrations- und Stressthema, das existiert. Also ich glaube, das ist so ein Aspekt, der sich schon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten wahrscheinlich sehr verändert hat. Und glaube ich, die Situation einfach beeinflusst, ja, grundlegend, ja. Und so, oder wollt ihr dazu anknüpfen gleich? Weil ich Wollte nur hätte sagen, auch, so dass diese als, Erwartungshaltung an die Menschen wahnsinnig steigt. Ja. Es war erwartet jeder von jedem Hundebesitzer, der Hund soll nicht bellen, möglichst dann irgendwo hinmachen können, weil dann hat man mal seinen Sackerl vergessen, wo man den Hundekot entsorgt und so weiter, ja. Also es wird, sondern die Anforderungen an die Hundemenschen wahnsinnig gestiegen. Und das knüpft eigentlich wieder an die erste Frage, wo ich gesagt habe, dass auch Menschen unsicher in Hundebegegnungen reingehen und sich dann sagen, ich schäme mich dafür, dass mein Hund jetzt an der Leine bellt, ja. Und auch das, es kommt auch, glaube ich, sehr viel aus diesem, was haben die Menschen oder die Gesellschaft für Bild von einem Hundehalter. Ja. Ja, voll. Also der zweite Aspekt, der mir zumindest bei meinen Kunden, Kundinnen auffällt, wenn die sich bei mir melden, weil es um Hundebegegnungsthemen geht. Das sind meistens Hunde, wo generell wenig bis kaum Hundefreunde existieren, wenig bis kaum direkter Hundekontakt stattfindet. Zugleich beobachte ich aber bei den Mensch-Hund-Teams, die sich wegen anderen Problemen im Alltag bei mir melden, Minky, beobachte ich da, dass es durchaus Sozialkontakte gibt. Also das ist jetzt sicher ein sehr individuelles Thema, aber an sich glaube ich schon, dass es Personengruppen gibt, wo es aufgrund der sozialen Situation oder aufgrund der Wohnsituation schon auch schwierig ist,
trotz dieser hohen Hundedichte einen, sage ich mal so, Hundefreundeskreis vernünftig aufzubauen, ja? Ja. Und das finde ich eigentlich eine sehr interessante Parallele. Einerseits schon diese hohe Hundedichte, aber andererseits doch auch zumindest bei gewissen Menschen die Schwierigkeit, da Connections herzustellen, ja? Genau. Also aus meiner Erfahrung, weil du jetzt gerade gesagt hast, also Hunde, die Hundebuddies haben, tun sich auch leichter bei Hundebegegnungen aus deiner Erfahrung nach. Das finde ich jetzt super spannend, weil ich denke mir seit circa 6 Jahren, ich übe mit meinen Hunden kaum Hundebegegnungen, weil erstens wohnen wir ja irgendwo und es ist natürlich treffe ich dann Hunde, weil ich bin ja nicht nur zu Hause, wir sind ja sehr viel unterwegs mit den Hunden und ich habe, Klopf auf Holz, keine Themen bei Hundebegegnungen. Natürlich, wie ich gesagt habe, ich schaue, was braucht mein Hund, wir weichen aus, ich habe diese Strategie mit weiterlaufen, weil ich Tutnixe habe. Aber das war vor circa 5, 6 Jahren der Fall und mittlerweile ist es so, es ist überhaupt kein Thema. Also das gibt es bei mir nicht. Themen mit Hundebegegnungen, da könntest du jetzt wirklich recht haben, weil meine ja so eng zusammenleben. Die sehen sie ja ganz viel, die können wahnsinnig viel miteinander interagieren. Jeder hat so seine Familie, seine Mutter und Papa zusammen und die Geschwister und so. Und das ist natürlich mitunter der Punkt, dass meine Hunde halt keinen Frust haben, weil sie haben ihre Play Buddies und ihre Familie. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Es macht Sinn jetzt in meinem Kopf, warum wir Hundebegegnungen so gut meistern können. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch weitere Gründe dafür gibt, ja. Aber ich denke schon, dass an sich da gewisse Hundefreunde zu haben und in einer gewissen Regelmäßigkeit dieses Bedürfnis nach Sozialkontakt gestillt zu haben und in einem sicheren Rahmen da unterwegs zu sein und da Routine darin entwickeln zu können in der Interaktion mit anderen Hunden, würde ich schon nochmal sagen, das ist schon ein wichtiger Teil. Ja. Ich habe noch mal so einen Gedankenknoten. Und zwar, also Hunde sind ja Haustiere und eigentlich sagt man ja, dass die natürliche Umgebung unserer Hunde der Mensch ist. Nicht der andere Hund, sondern der Mensch. Und trotzdem müssen sie ja oder kommunizieren sie ja mit ihresgleichen auch. Und jetzt habe ich hatte eben noch so einen Faden im Kopf, dass ich gesagt habe, ja, oder mir gedacht habe, okay, was ist denn normale Kommunikation? Da habe ich mir gedacht, okay, es werden ja so Straßenhunde herangezogen, so nach dem Motto, guck mal, wie die das machen. Ja, da ist immer, also wird ja fälschlich auch gesagt, da ist immer einer der Chef und alle anderen sowieso, ne, so, aber das hängt ja von, also es ist, also was ich eigentlich sagen will, ist, wie Hunde sich verhalten, hängt halt von so vielen Faktoren ab, von Ressourcen, von Stresslevel, vom Wetter, von allem Möglichen. Und trotzdem ist es halt so, dass sie mehr Zeit mit uns verbringen, außer in Christinas Fall ist das ein bisschen anders, ne, weil die Hunde in einer Gruppe leben. Aber ich sag mal so, der in Anführungsstrichen normale Haushund verbringt viel mehr Zeit mit den Menschen als mit anderen Hunden. Das heißt, da könnte man sich ja noch überlegen, wird der vielleicht auch entwöhnt? Das heißt, auch das, Christina, hattest du ja eben schon mal rangezogen. Und, nochmal auf, also es sind jetzt eher so Gedankenfetzen, verzeiht mir, dass ich die jetzt so weit hier rumstreue. Und ich möchte nochmal nämlich ein etwas schildern, was ich immer im Kopf habe. Also der Oliver ist ja der erste und auch der letzte Rüde, den ich jemals in meinem Leben haben werde. Und weil Hundebegegnungen wirklich und Gassigänge so anders sind. Ich habe das vorher, ich hatte immer Hündin, ich habe das so noch nicht erlebt. Also wir gehen hier immer in der Siedlung und je nachdem, welche Hündin gerade läufig ist, wählt er halt die Strecke. Ich kenne alles. Ne? Ich nehme immer Blumen mit und soll klingeln sozusagen. Ne? Und was ich aber sagen will, ist, der Oliver kennt natürlich seinen Hund hier sehr genau. Der kennt jeden Hund, der länger als einen Monat hier lebt. Und er hat halt seine spezielle Hundechoreografie im Kopf. Bei dem anderen geht er ein bisschen näher hin, bei dem anderen weicht er ganz großzügig aus. Also es ist total unterschiedlich. Wenn ich das störe, könnte es vielleicht kritisch werden, vor allen Dingen bei Rüden, die intakt sind und gleich groß sind. Da wird er, kann er sehr ungemütlich werden. Wenn ich nicht gut aufpasse und die Distanz zu schnell zu gering ist, weil zum Beispiel der andere Rüde zu schnell auf uns zukommt, weil der Besitzer das nicht merkt. So. Und was ich aber
Na, und bei fremden Hunden, die jetzt hier neu kommen, so Tierschutzhunde zum Beispiel, kommen ja immer ganz viele neu, ne, hin. Warum ich das sage, Tierschutz, weiß ich eigentlich auch nicht. Weil es keine Welpen sind, weil es eben so erwachsene Ja. Hunde sind. Ne? Die dann plötzlich da sind, wo er nicht das Aufwachsen Aha. und das Anreifen dieser Hunde mitkriegt. Weil wir, ne, also weil Spannend. er kann zum Beispiel so Feindschaften entwickeln zu Rüden, die als sie klein waren, als sie als Welpe kamen, da war das noch okay. Und dann irgendwann so, wenn man dann nicht gut aufpasst und wie das halt so ist in so einer Hut. Und ist es jetzt normales Verhalten oder ist das kein normales Verhalten? Das ist einfach so diese große Frage, die Ja. ich mir stelle. Wenn ich den ohne Leine laufen lassen würde und würde sagen, sperrt mal einen Tag alle Straßen ab, lasst mal alle eure Hunde frei, zumindest wo ich weiß, die sind nicht so. Dann würde mich total interessieren, ich meine, der würde wahrscheinlich ohne mich nicht gehen, aber ist das dann normales Verhalten, wenn wir das mal mit der Kamera? Ich glaube, dass sie Konflikte vermeiden würden, wenn sie in der Ja. Lage dazu wären. Ist das normales Verhalten? Weil es gibt ja auch andere Trainerinnen, die sagen, Hunde sind keine Konfliktvermeider. Kann natürlich auch sein, weil es rassebedingt so gewollt ist, dass sie eher schneller reagieren und später nachdenken. Also, ich sehe das aus einer, ja, aus der Variante, dass ich sehe schon, dass Hunde Konfliktvermeider sind. Ich sehe es ja auch bei mir. Ich sage ganz gerne, meine Leben auch so halb verwildert. Nein, das ist natürlich jetzt übertrieben. Aber sie vermeiden grundsätzlich komplett die Konflikte in der Gruppe. Also meine Hunde, es gibt schon, man muss sagen, bei den Hündinnen ist es zyklusabhängig. Man weiß, dass Hündinnen bis aufs Äußerste gehen, wenn die in den Zyklus kommen und potenziell Partner daneben wären. Ich habe es auch bei der letzten Läufigkeit von meinen Schwestern gehabt. Die musste ich während der Läufigkeit kurzfristig trennen, weil sie sich an die Gurgel gegangen sind. Das ist so. Das ist Mehrhundehaushalt. Das ist Hundehaltung. Das ist ja, intakte Hunde zu haben. Und das ist natürlich Management. Wir haben dann auch trainiert. Sie leben wieder zusammen und haben sich wieder ganz intensiv lieb. Alles bestens. Aber das ist schon so, dass ich sage, es geht grundsätzlich, ich glaube, wenn wir jetzt alle Hunde auslassen und wie du, Anja, jetzt gesagt hast, Oliver lebt jetzt da auf seinen 4 Hektar in seiner Hut, ja, dass sie grundsätzlich schon Konflikte vermeiden, außer es geht um Ressourcen. Wenn Ressource Hündin ins Spiel kommt, wenn ich jetzt dann meine nette kleine Duschka zu euch schicke und Duschka ist läufig und kommt zu euch und stellt sich vor Oliver und sagt, hey, du bist mein Auserwählter, glaube ich schon, dass dann eher Konflikte entstehen können mit anderen Rivalen, ja? Also Aber wird sicher eine entstehen. meinst du nicht dadurch, dass Hunde gelernt haben, zum Beispiel in ihrer Umgebung, und das würde ich auch dafür vielleicht sprechen, Ja. dass man nicht ständig die Umgebung wechselt und nicht ständig Ja. so viel Fremdhundekontakt hat, dass die so genau gelernt haben, auszuloten, der ist vielleicht ein bisschen stärker als ich, da lohnt es sich, bei den Gleichgroßen könnte ich jetzt vielleicht mal probieren, ob ich die Hündin bekomme anstatt der andere, und bei den Rüden, die ein bisschen größer und stärker sind, gehe ich vielleicht gar nicht erst in den Konflikt. Hat doch auch was mit Konfliktvermeidung zu tun. Ja. Oder tue ich mich da in der Definition jetzt vielleicht ein bisschen falsch? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, also, wenn es jetzt eine, es ist alles hypothetisch, ne? Ich weiß das jetzt nicht. Aber ich meine, klar, wenn ein Hund jetzt verhungert, nee, ist alles Quatsch. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich weiß es Ich nicht. glaube, es spielt da Ja? ganz, ganz viel mit, ob wir Menschen dabei Ja, sind ja. oder nicht. Ja, es, genau. Das ist ein bisschen sehr Sind ja zum dünnes Beispiel Eis. Gedankenexperimente, die wir da Bitte. so Holt uns hier raus. angestoßen haben. Und das Experiment kann ja jeder und jeder dann daheim Ja. für sich in Weiterführen. ihrer Hut mit ihren Ja. Hunden fertig führen, was Ja. man sich da so ausmalt. Ja. Also ich glaube, die Quintessenz von dem, was ich sagen wollte zu normalem Verhalten, ist, diesen Aspekt im Kopf zu halten, Hunde sind Haustiere und verbringen mehr Zeit damit, mit uns zu kommunizieren, als mit ihren Artgenossen. Deshalb müssen sie das viel mehr üben, als mit uns zu kommunizieren. Und dass wir eben einfach wirklich gucken, dass normal nicht bedeutet angenehm für uns. Ja. Ja, weil Ja. es kann ja durchaus sein, dass mein menschliches Bedürfnis ist, dass mein Hund in eine Spielsituation geht, weil ich mir denke, ma, dann kann mein Hund einmal spielen, kann einmal kommunizieren mit einem anderen Hund, hat vielleicht Spaß und ist dann mal müde, ausgelastet, ja. Das ist vielleicht mein menschliches Bedürfnis und mein Hund sagt, nee, danke, ich Ja. möchte lieber schnüffeln, Kekse suchen, mit dir schmusen, was auch immer. Ja. Und ich habe mal ganz einen schönen Satz irgendwo aufgeschnappt, vor Jahren schon. Da ist es darum gegangen, stell dir vor, als
Wir als Zentraleuropäer reisen nach China, sprechen die Sprache nicht und haben keinen Mitteleuropäer, Zentraleuropäer, der jetzt mit uns spricht. Es wird nur Chinesisch gesprochen dort, wo wir sind. Wir fügen uns ein, wir kommunizieren mit Händen, mit Füßen, wir finden uns irgendwie zurecht und dann treffen wir einen Wiener an der gegenüberliegenden Straßenseite. Was machen wir? Boah, geil! Jemand, mit dem ich mich unterhalten kann, auf meinem Kommunikationslevel. Und ich glaube, das ist eine ganz nette Geschichte, die man umlegen kann auf Hundebegegnungen, dass man sagt, okay, Das stimmt ja. denkt nochmal so daran, ja. Die Hunde leben in einer Welt, die von menschlicher Kommunikation geprägt ist. Dafür wurden sie auch gezüchtet. Ja, logisch. Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang. Aber trotzdem ist, glaube ich, ab und zu, weil wir gerade dieses Thema hatten mit den Hundebuddies, dass es irgendwann mal vielleicht einen Hundefreund gibt, mit dem man interagieren kann. Interaktion heißt nicht Spiel. Interaktion ist gemeinsame Akzeptanz beim gemeinsamen Spaziergang, vielleicht nochmal gemeinsam schnüffeln, ja, irgendwas Tolles gemeinsam erleben. Und das kann schon ausreichen, um unseren Hund aus Zentralasien wieder abzuholen und ihm die Möglichkeit, auf finnische Kommunikation zu geben. Wenn er es denn mag, wenn er es denn annehmen kann, ja. Es gibt durchaus Hunde, die sind mit sich und ihrem Besitzer total zufrieden und denken, sie braucht keine anderen Hunde. Gibt es natürlich auch, ja. Ja, deshalb so weit zu normal. Also normal gibt es irgendwie nicht. Na, auch bei Menschen nicht. Also, ja, genau. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine Antilope in der Savanne beobachte, kann ich natürlich schon sagen, das ist das normale Antilopenverhalten, aber das kann man halt bei Hunden irgendwie nicht sagen. Weil es gibt ja dann auch noch so viele verschiedene Hunderassen, die sich auch noch mal alle anders verhalten. Deshalb ist es Es ist wieder ein die Plädoyer Frage, für differenziertes Hinschauen, ja. ob man Instinkt in Normalverhalten einordnen könnte. Gibt es das? Sagt man noch Instinkt? Das ist mir irgendwie so fremd, das Na, Wort. Trieb ist was, was man nicht mehr sagt. Ich habe Trieb nie gemacht, aber Instinkt, das ist ja, Instinkt ist ja was Angeborenes. Was ist Instinkt? Ich glaube, das wissen wir gar nicht. Wollen wir das Fass noch aufmachen oder sollen wir es lieber sein lassen? Also, wenn ihr was dazu zu sagen habt, gerne. Nee. Instinkt fällt mir ehrlich gesagt gar nichts ein, weil ich mir gar nichts darunter vorstellen kann. Aber das meint, ist jetzt nicht negativ gemeint, Ja, Christina, ne? ja, Also ja. nicht, dass du da jetzt denkst, so, Nein, nein, alles, sondern. alles klar. Ich habe mir jetzt gerade im Kopf gehabt, Instinkt ist ja oft dieses, was Hunde zeigen an Verhaltensweisen, Ja. das Sexualverhalten, Ja. das Suche nach Futter, Jagen, diese Dinge, um das Überleben zu sichern. Auch Hündinnen, die Welpen bekommen, da ist keiner daneben, der ihnen sagt, okay, du musst jetzt pressen. Das ist schon die Hormone. Also es spielt halt ganz viel. Ja. Also ich glaube, ich würde mich da jetzt in einen dreistündigen Podcast-Strudel reinreden, wenn ich jetzt anfange, darüber zu philosophieren. Aber ich verstehe durchaus diesen Gedanken von dir, Christina. Den kann ich nachvollziehen und zugleich, wie du jetzt gesagt hast, die Hündin, die presst und es sagt jetzt niemand zu ihr jetzt bitte Ja. pressen, ja. Ist aber dann trotzdem wieder zugleich der Aspekt, den die Anja gesagt hat in so vielen anderen Sachen. Der Hund ist in Ja. dieser menschlichen Welt, Ja, ja, und ja. alles, was irgendwie so drumherum ist, ist ja doch die meiste Zeit von uns so geschaffen und so gestaltet. Und ja, großes Thema, sehr großes Und voll Thema. spannend, weil Anja, du hast die Antilope angesprochen. Ich finde es eigentlich jetzt so, eigentlich so ein bisschen dieser Aha-Effekt. Bei Hunden weiß man so viel und so viel eigentlich noch gar nicht. Und auch dieses, weil halt wirklich total diese Individualität so extreme Rolle spielt im Mensch-Hunde-Business, weil jedes Team differenziert lebt und jede Voraussetzung, da wären wir dann wieder bei der Epigenetik, um Gottes Willen, wir haben nur Material für 700 Podcast-Folgen. Und eben, weil du gesagt hast, die Antilopen, die haben ihren Bereich, wo sie leben, wie sie aufwachsen. Ich glaube, von Antilopen weiß man grundsätzlich einfach mehr wie von Hunden. Und das finde ich, also diesen totalen Aha-Moment gerade, wo ich sage, ich bin so froh, dass wir zu dritt drei unterschiedliche positiv arbeitende Trainer sind und wir darüber sprechen, welche Strategien wir haben in diversen Trainings und trotzdem so, ja, Gedankenfetzen reinhauen, die so unterschiedlich sind. Das ist super schön. Ich glaube, Antilopen haben halt nicht diesen Anpassungsstress, den unsere Haushunde haben.
Ja. Ich habe übrigens noch was zu Instinkt. Soll ich mal vorlesen? Ja, ich auch. Ja. Also es gibt verschiedene. Das kürzeste ist Instinktverhalten, genetisch festgelegtes Verhalten, zum Beispiel Bewegung, Lautäußerung, Körperhaltung, das durch ein Zusammenwirken von Gen- und Umwelteinflüssen bestimmt wird. Susanne, Ja, hast du noch ich habe was? dann noch weiter geschaut und es ist ganz lustig, weil das ist wirklich eben ein Begriff, den ich, glaube ich, auch sehr selten nutze und auch so ein bisschen ein Grund, warum ich den, glaube ich, nicht wirklich gut einordnen hab können, auch fürs Erste. Bei Wikipedia steht einiges. Es ist aber dann durchaus schon auch der Hinweis, dass die Bezeichnung Instinkt wurde sowohl in der Verhaltensforschung als auch in der Psychologie nie eindeutig definiert, sagt Wikipedia, sondern von unterschiedlichen Autoren, waren anscheinend nur Männer, jeweils unterschiedlich verwendet. Bereits 1985 hieß es daher im Herde-Lexikon der Biologie, Instinkt sei ein stets umstrittener Begriff gewesen. In der wissenschaftlichen Terminologie sollte das Wort Instinkt vermieden werden. Ich glaube, da müssten wir uns noch weiter einlesen Ja. und könnten wir da durchaus noch weiter diskutieren, aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen zu weit. Ja, definitiv. Ja. Ja, voll. Aber trotzdem spannend, dass wir auch da nochmal hintergehakt haben, was eigentlich so Begriffe, die man, ne, also jetzt hat Total. Christina das Ja. benutzt, ich benutze andere Begriffe, über die ich nicht nachdenke, so, ne, so ist Ja. es, oder die, ne, so. Und es ist einfach spannend, da, ja, deshalb treffen wir uns ja auch da einfach wirklich genau hinzuschauen. Finde ich super. Schön. Ja. Okay, ich glaube, wir haben auch die Fragen jetzt mal fürs Erste beantwortet, oder? Fragezeichen. Habe ich Ja. das richtig mitbekommen? Ja, ich glaube auch. Ja. Okay. Jo. Ich fand es super. Mir hat das mega Spaß gemacht. Und ich liebe es wirklich, Fragen so ganzheitlich zu betrachten und da wirklich Ja. tief reinzugehen. Super. Ja, Ja, voll. ihr habt mein Bedürfnis voll befriedigt. Ich danke euch. Meins auch, ich danke euch. Ja, voll. Und ich glaube, wir können die Hörer und Hörerinnen fragen oder darum bitten, wenn ihr ein Thema hättet, das wir so in dieser Dreierrunde so aufgreifen und besprechen sollen. Ihr könnt uns gerne Vorschläge schicken. Wir bitten darum. Ja. Ja, sehr gerne. Alles klar. Und wie immer gilt, liken, kommentieren, teilen, alles damit, weil wir machen das natürlich auch, weil es uns Spaß macht, aber wir wollen ja wirklich die Hundewelt oder die Welt für die Hunde ein bisschen besser machen. Grüner und so weiter. Und das geht nur über die Menschen, indem wir Ja. Infos zur Verfügung stellen. Und das tun wir jetzt hier mit. Aber der Algorithmus muss halt lernen, dass er unsere Videos und unsere Podcasts einfach vorschlägt. Ihr Ja. könnt auch einfach nur ein Herzchen oder einen Daumen, macht nur irgendwas, kommentiert irgendwie. Also, genau, das war Ja. meine Bitte. Alles klar. Dann war's das. Dankeschön. Danke euch. Danke Danke, euch. danke. Tschüss, Baba. Ciao. Tschüss.